Ich begrüße die stellvertretende Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen und dortige Ministerin für Schule und Weiterbildung, Silvia Löhrmann. Guten Tag. Guten Tag. Ist Deutschland, ist Nordrhein-Westfalen wirklich überfordert? Ich glaube, wir sind sehr angestrengt und wir sind herausgefordert, aber ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass wir überfordert sind, weil Staat, Kommunen, Zivilgesellschaft sehr an einem Strang ziehen, um diese große Herausforderung, dass so viele Menschen im Moment zu uns kommen, um ihr gerecht zu werden und ihnen zu helfen. Jede Woche kommen rund 7000 Flüchtlinge allein nach Nordrhein-Westfalen. Darunter sind viele schulpflichtige Kinder auch, die kein Deutsch sprechen. Wie wollen Sie die in die Schulen eigentlich integrieren? Das machen wir so, dass in dem Moment, wenn die Kinder aus den Erstaufnahmeeinrichtungen den Kommunen zugewiesen werden, dass dann die Schulpflicht, also das Recht auf Bildung für diese Kinder auch beginnt. Und die Kinder sind sehr, sehr lernwillig. Das erzählen mir alle Kolleginnen und Kollegen aus den Schulen. Und deswegen haben wir zusätzliche Stellen geschaffen in Nordrhein-Westfalen. Schon vor der Sommerpause 600 Stellen, 300 Stellen für spezielle Deutsch als Zweitsprache Fachlehrkräfte. Und wir haben jetzt angesichts der wachsenden Zahlen noch mal 2600 Stellen geschaffen und wollen sie schaffen in einem Nachtragshaushalt, weil wir das Recht auf Bildung und gute Integration für die Kinder auch leisten wollen. Weil viele werden hier bleiben und da ist es gut, wenn wir von Anfang an ihre Integration im Blick haben. Ja, aber wenn dann in den einzelnen Schulklassen dann so viele Flüchtlingskinder sind, dann fühlen sich vielleicht die deutschen Kinder benachteiligt oder in der Minderheit. Was machen wir dann mit denen? Wir sind ein Einwanderungsland in Nordrhein-Westfalen. Wir haben sowieso über 30% Kinder, die eine Migrationsgeschichte haben. Und im Verhältnis zu 2,5 Millionen Schülerinnen und Schülern sind dann 40.000 zugewanderte Kinder jetzt aufgrund von Flucht oder Nachzug im Rahmen der EU dann doch nicht so viel. Und es gibt ja spezielle Unterstützungsgruppen, also Seiteneinsteiger oder Willkommensklassen, in denen die Kinder sehr schnell Deutsch lernen sollen, damit sie dann am Regelunterricht teilnehmen. Da haben wir gute Konzepte aus der Zeit der 60er, 70er Jahre, als die Gastarbeiter gekommen sind. Und wir haben aber gelernt, es sind Menschen gekommen und nicht nur Werkzeuge und Arbeitskräfte. Und auch jetzt kommen Menschen und wir haben die Aufgabe, diesen Menschen und den Kindern gute Bildung zu eröffnen, weil unsere Gesellschaft sie dann auch gut brauchen kann. Stichwort Fachkräftemangel. Ja, Fachkräftemangel. Also, wie kann man denn jetzt die Flüchtlinge tatsächlich in die Arbeitswelt integrieren? Zum Beispiel mit Praktikas oder Lehrstellen. Die haben zum Teil ja eine Ausbildung, aber sie können es natürlich nicht nachweisen. Wie handhaben Sie das? Ja, dazu sind Anerkennungsverfahren geregelt in den Ländern, auch aufgrund gesetzlicher Grundlage. Und die gelten natürlich auch für zugewanderte Familien und junge Erwachsene. Und je schneller das passiert, umso besser. Deswegen ist unser Hauptwunsch als Länder eigentlich und unsere Hauptforderung, dass der Bund die Anerkennungsverfahren beschleunigt, damit die Menschen Klarheit haben, die Kommunen Klarheit haben und die Einrichtungen Klarheit haben. Wir haben ja hier die Wirtschaft auch sehr an unserer Seite, die sagt, klärt den Status, weil wir wollen Ausbildungsstellen schaffen. Wir haben Ausbildungsstellen und wir können die jungen Menschen gut gebrauchen, um den Wohlstand in Deutschland zu sichern. Also da muss auf jeden Fall nachgebessert werden. Wie sieht das aus mit den Hochschulen? Wenn man den Flüchtlingen zuhört, da hört man viele junge Menschen, die sagen, wir wollen gerne studieren. Wir haben einen Traum, einen bestimmten Beruf zu ergreifen. Aber wie können die eigentlich an die Uni, wenn die entsprechend auch nicht die deutsche Hochschulreife haben? Ja, es gibt über den pädagogischen Austauschdienst, es gibt über die Anerkennungsverfahren, auch durch die Kultusministerkonferenz, gibt es feste Regularien, dass festgestellt werden kann, wer hat welche Qualifikation, damit dann auch der Zugang zu weiterer Bildung eröffnet wird, weil es ja unsinnig wäre, jemanden nochmal auf die Schule zu schicken, wenn er die Kenntnisse schon hat und es nur etwa am Deutschen mangelt. Darum ist die Forderung auch an die Bundesregierung für die nicht mehr schulpflichtigen jungen Erwachsenen, die Integrations- und Deutschkurse aufzustocken, massiv und sehr schnell aufzustocken, damit diese Integrationskurse genutzt werden können und die Menschen hier möglichst schnell integriert werden können und hier ihren Lebensweg gehen können, wenn sie die Bleibeperspektive auch in unserem Land haben. Fassen wir noch mal zusammen. Das gilt für Ausbildung, das gilt für Hochschule, das gilt für sämtliche Bereiche. Fassen wir noch mal zusammen. Was muss aus Ihrer Sicht am dringendsten jetzt getan werden, um die Flüchtlinge in das Bildungssystem zu integrieren?
Wir brauchen auf Bundesebene schnell Klarheit über die Verfahren. Es muss endlich das Personal her, damit der Flaschenhals abgearbeitet wird, damit der Druck aus den Einrichtungen kommt und die Menschen perspektivisch schneller in die Kommunen kommen. Weil wenn sie in den Kommunen sind, dann fängt auch die Integration über Bildung an, über Kitas, über Schule, über Hochschule und über Ausbildung. Silvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen, herzlichen Dank für das Gespräch.